So, aber was ich eigentlich machen wollte, was ich auch schon angefangen hatte, ist das noch hell draußen? Ja. Ich habe mich ja ein bisschen inventarmäßig, wie man sieht, schon vorbereitet. Weil ich ja letztes damit schon angefangen hatte. Ich habe angefangen, die Stützen zu bauen. Endlich haben wir damit angefangen. Wie man sieht, bei dem habe ich es schon gemacht. Komplett noch nicht, also unten ist noch nicht die Decke noch nicht, aber sind schon von oben komplett runter. Und auch vom Rand her ist alles schon mal mit dem angeglichen. Also das sollte schon mal passen. Das muss jetzt nur noch an 1, 2, 3, 4. Und heute werden wir versuchen, wenigstens schon mal da auch Stützen dran zu kriegen. Samt, na, sag mal schnell, Slabs darunter, damit das Wasser nicht durchtropft. Eins ist, was natürlich nervig ist, man hört sie schon, die Dorfbewohner, mit ihrem OTD. Das ist etwas sehr nervig. So, wir bauen uns jetzt erstmal hier so rüber. Müssen mal gucken, dass ich den richtigen erwische hier. Müsste der sein. Nein, nicht den. Den hole ich mir gleich wieder. Nein, nein. Da. Weil da kommt so einer. Hier kommt nämlich so und da kommt nämlich so. Dann passt das schon mal so weit. Wieso ist da eigentlich... Ach ja, und wie man sieht, ist bestimmt schon dem einen oder anderen aufgefallen. Ich habe die Erde hier, Erde ausgetauscht. Das heißt, Sand weg, Erde drauf. Also im Prinzip den Sand ausgetauscht. Hier war ja noch Sand. Hier war vorher auch mal ein Wasserloch, ein kleines. Das habe ich weggemacht. Ich wollte es erst noch höher machen. Aber dann hätte ich das ja komplett auffüllen müssen. Ob ich da noch eine Etage mache, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Erstmal gucken wir, dass wir heute da die Stützen drunter kriegen, zumindest bei dem einen. Das möchte ich in der Aufnahme mindestens schaffen. Solange mir die Dorfbewohner nicht so auf den Sack gehen. Mit ihrem OTD. So. Gucken wir nochmal. Da ist jetzt. Aha. So müsste richtig sein. Das passt soweit. Muss ich natürlich einmal hier rum. Shift-Taste ist wieder voll festgekrallt. Okay. Da nicht. Da genauso. Und da noch einmal drunter. Müsste wieder richtig sein. Ich schätze das jetzt einfach mal ab. Hundertprozentig weiß es jetzt nicht. Aber so gefühlt ist es richtig. So. Okay. Jetzt muss ich natürlich nur. Können wir so rüberspringen, das geht ja soweit. Ich überlege gerade. Ich möchte nicht runterfallen. Das sollte schon mal so weit. Komme ich da eigentlich? Da müsste gehen. Ich hoffe, ich komme darüber. Jawohl, hat geklappt. So, dann machen wir hier direkt
paar Fackeln hin. Wie man hört, ist auch Musik in dem schönen Specs-Pack drin. Der Strand, die ist zur vollen Verfügung. Also sollte das wohl klar gehen, dass sie jetzt hier läuft. Sonst muss ich die nächste Mal, wenn ich da ein Video im Strike kriege. Deswegen muss ich ihn halt rausnehmen. Beim nächsten Mal. Jetzt lassen wir es erstmal drin. Lass uns überraschen. So, dann gehen wir mal einen da hin. Und es wird Nacht, wie ich gerade feststelle, müsste ich mich hinlegen. Damit wir kein Monsterproblem kriegen. So, diese Stützen passen schon mal. Gehe ich mal andersrum. Wenigstens noch. Komme ich da so hin? Ja, das klappt. Gut. Da nicht, da nicht, da. Korrekt. Einmal so und einmal so. Da müsste ich mich da einmal rüberbauen. Und da unten steht mein Bett. So. Nein, das war wieder falsch. Das muss nämlich erst so. Und dann dürfen wir die Treppen benutzen. Alles klar. So, jetzt müsste ich eigentlich mal ganz schnell nach unten mich ins Bett legen. Ich hoffe, dass da noch kein Monster ist. Sieht noch gut aus. Wunderbar. Machen wir nicht mal dahin. So weit, so gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre jetzt die Ecke. Müsste dann eigentlich hier sein. Korrekt, korrekt. Komme ich noch nicht dran? Immer noch nicht. Jetzt aber. So, nun machen wir so. Alles klar. Das war der erste Fuß. Wir hier direkt so und dann nach oben. Das sollte eigentlich passen. Kommen wir noch nicht dran. Aber jetzt. Jawohl. Einmal so. Und ihn fort. Das waren die beiden. Sollte passen. Komme ich noch nicht dran. Sehr gut. Ist auch der richtige. Das wäre dann da. Eigentlich schon so ein Eisengolem mir durchgeperzt. Ich habe noch keinen gesehen. So. Und hinab. So, die Stützen haben wir dann auch. Jetzt kommt der Rest. Da muss ich mal gucken, wie ich das hier besser... Da müssen ja auch noch diese breiten Stützen hin. Mit den Kürbislaternen. Das kommt später auch noch.
Na. Boah, sind die nervig. Houdini! Einmal und dann so. Ich sehe mich hier schon runtersegeln. Alles klar. So, da kam die Half-Slaps hin. Das gleiche hier auch. Mal gucken, wie weit komme ich da hin. Nein! Och nee, das war auch falsch. Weil da muss nämlich... eine Stufe hin. Da kommt aber ein Half-Step hin. Das ist soweit klar. Dann kommen die hier auch hin. Und hier einmal schräg. Muss kurz gucken, da war das. Und da kommt Wasser durch. Da muss da noch ein Half-Step hin. So, da komme ich jetzt ohne weiteres nicht dran. Dann machen wir das gleich von der anderen Seite. Machen wir erstmal die. Gucken, wie weit kann ich da rein? So, den letzten. Aber ich habe bestimmt noch welche. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich den da so... Das habe ich mir fast gedacht, dass das nicht funktioniert. Dann machen wir das so. Perfekt. Muss ich aber trotzdem einmal kurz runter. Wir haben hier nichts zu verschenken. Oh, ich muss was essen. Oh, ich habe nur noch 3 Steaks durch gerade. Jetzt habe ich nur noch 2. Dann muss ich doch nachher nochmal an mein Lagersystem. Dann mir das ein oder andere Steak daraus klauen. Boah, sind die nervig. Wieso kann ich da nicht... stehe ich da im Weg? Lass mich jetzt hier... ach. So, da waren schon Half-Slaps drin. Das sollte natürlich nicht sein. Guck mal, ich kann euch unter dem Rock gucken. Hutidi. Oh, das war knapp. Fast wäre ich da runter gesegelt. Boah, seid doch mal ein bisschen leise. Das ist echt nervig. So. Das muss ich bestimmt einmal kurz hier rauf, genau. Dann da drauf. Denn die müssen ja auch noch hier dran. Ach, da muss ich auch noch einen anbringen. Oh. Hä? Meine Gerüste, er ist alle? Kann gar nicht sein.
den hier wieder wegzumachen. Das wird noch lustig. Ich hoffe mir, das ist so richtig. Und ich nicht da auch... Da muss ich bestimmt nämlich... auch so machen. Das mache ich jetzt am besten mal. Muss ich das bei dem anderen nämlich auch noch ändern. Hundertprozentig. Aber wenn ich es nämlich hier so habe, dann gehört es ja logischerweise auf einer Seite genauso von innen, auch wenn man das nicht sehen mag. Kann man ja auch nicht sehen von unten. Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt so. Muss ich das bei dem anderen Turm nämlich auch noch machen. Da habe ich das nämlich auch so gemacht. Fusch am Bau nennt man sowas. Okay, da haben wir es, hier haben wir es. Dann müssen wir das nämlich da auch machen. Hier etwas schon gemacht? Tatsächlich. Hier ist das schon. Jetzt falle ich aber vom Glauben ab. Da ist das auch. Aber hier nicht. Hier habe ich es noch nicht angebracht.